Frisch ausgeschlafen, es ist sogar noch dunkel. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Unsere Wunde muss erstmal schnell versorgt werden. Oh ne, slightly wund. Wir müssen nicht mehr alles laufen. Also wir haben immer noch die leichte Verletzung, aber wir müssen nicht mehr bandagieren. Wir können auch rumrennen. Wir können das Bein wieder belasten. Wunderbar. Wir haben es jetzt 3 Uhr in der Nacht. Ich schlafe noch eine Stunde. Vielleicht ist es dann heller. Etwas heller ist es auf jeden Fall. Perfekt. So, in der letzten Folge haben wir hier so Schutzdinger aufgebaut, die wir fertig bauen wollen. Und eine kleine Falle, die wir natürlich auch fertig bauen wollen. Heute in dieser Folge. Das heißt, wir müssen zurück. Components, Metallschrott, alles ist alle. Vorher. Vorher. Das ist zu trinken. Das ist leer. Hauen wir uns sowas hier noch rein. Weil wir sind echt am Verdursten und Verhungern. Gönn dir. Bald müssen wir den nächsten Bären wieder killen. Na ja, komm, ein geht noch. 3 Dosen. Aber wir haben noch ein bisschen Dosenfutter. So ist es nicht. So, dann, was brauchten wir denn hier noch? Gears. Und Bretter. Haben wir keine Bretter mehr? 3 Stück haben wir noch. 10 fehlen. Dann verbauen wir die 3 Bretter hier noch, dass das weg ist. Complete, complete. Metall. Okay, hier fehlen noch. Okay. Eingeschmolzen Metallschrott. Glas und Steine. Okay, Glas und Steine. Oh, das ist eine Menge, was wir uns merken müssen. Aber ich wollte jetzt wenn das Auto einmal. Na. Leer ist. Licht an. So, wenn das Auto leer ist, eigentlich gleich ein paar Sachen mehr mitnehmen. Wie zum Beispiel Werkzeug, Waffen. Das haben wir jetzt alles schon fertig gebaut. Heißt, das können wir auch bestücken. Nein. Nee, falsch. Ach, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich habe nichts gesagt. Lang gefahren. Oh, die ganzen Wege. Stimmt, beim Auto müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Zack. Viel ist nicht mehr zu tun bis zum Umzug. Das Staffelfinale der ersten Staffel von Miss Survival rückt immer näher. So. Oh, ich hab's mal wieder schön festgebackt. So wie das aussieht. Oh, sie kommt eigentlich rum. Egal. So. Auf jeden Fall. Ob das reicht, ich weiß es nicht. Wir checken. Leer. Leer. Davon haben wir echt nicht mehr viel. Würde ich gerne aber. Auf jeden Fall noch 3 Stück einschmelzen. Sind die müssen wir auch noch bauen. Und langsam gehen uns die Materialien zu Ende. Wir hatten so viel, ne? 1,5 Stunden. Das sollte sogar vielleicht reichen. Stickies brauchen wir auch. So. Was haben wir denn? Das war leer. Das ist Gold. Das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht. Davon haben wir noch 4 Stück. Ich nehme mal einen noch mit. Okay. Gut, dann einmal wieder vollladen. Das waren die Zombie-Ausbeute. Salz und Zucker. Lassen wir einfach jetzt mal da drin. So und so, auch wenn wir das dann gleich wieder brauchen. Aber ich brauche gerade Platz im Inventar für die Components. Okay, und da können wir noch nicht mal alles mitnehmen. Gut. Zack. Sieht noch viel aus, aber wir haben auch noch viel zu bauen. Ich glaube nicht, dass sehr viel übrig bleibt. Lass uns überraschen.
Ich würde nämlich die Schränke hier gerne hier lassen. Das können wir so lassen. So. Viel war es nicht mehr. Okay, der Schrank ist leer. Der Schrank ist leer. Der ist leer. Und der ist leer. Perfekt. Was ist hier drin? Nichts. Auch leer. Wir haben hier Stickies. Nehmen wir mit. Und Steine und Mast. Vier Steine würde ich sogar hier lassen. Und das Blatt würde ich sogar vielleicht noch mitnehmen, falls wir mal irgendwann das nochmal brauchen. So. Essen. Das ist leer. Da können wir hier, haben wir die Stickies rein. Zack. Kann man das stacken? 16,6. Haben wir das hier so rein. Ein Sticky draus. Zack. Components. Voll, genau hierhin. Das passt perfekt. So. Das müsste trinken sein, das müsste noch zu essen sein. Da haben wir hier die Steine rein. Und das Blatt. Hammer geht noch, Säge geht auch noch, jeweils 45%. Ein Lappen. So, Glas. Können wir eigentlich auch alles mitnehmen? Können wir vor Ort eigentlich... Genau, zwei Schränke haben wir gebaut vor Ort. Gut für uns. Dann können wir das nämlich schon dort alles mit reinhauen. So. Alles looten. Da hauen wir den Zucker rein. Können wir gleich nochmal ordentlich einräumen. So, zack. Das Salz, das haben wir auch hier mit gleich rein. Zack. Und wir haben wieder die Alpha-Wand im Weg. Oh Mann. So. Schießpulver. Das müssen wir irgendwann mal mitnehmen. Da. So. Gleich mitnehmen. Zack. Zack. Stück für Stück ziehen wir um. Nägel, die passen jetzt hier nicht gerade wirklich rein. Zack. 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 Rein. Voll, voll, voll. Wo war denn die Steine? Hier. Drei. Würde ich hier gerne die Klamotten reinhauen. Zack, zack, zack. Hier haben wir die Nägel rein. So. Gucken
gucken, ob wir die ganzen Waffen mitkriegen. Das wäre noch schön. Ja, war klar, dass du streikst. So. Haben wir hier. Pumpgun, Shotgun, Pumpgun, Shotgun. Dweibel. Bogen. Pistol. Wir hängen wieder an der Alpha-Wand fest. Sehr schön, ich freue mich. Gut. Hatten wir nicht noch irgendwo einen Lernkoffer? Wir sind schon wieder voll. Also wir haben noch ein paar Plätze frei. Zusammengestopft werden wir schon was hinkriegen. Hier kriegen wir noch einen Lernkoffer. Zack, zack, zack. Das nehme ich kurz raus, weil ich das gerne auffüllen würde wollen. Da haben wir erstmal die Messer rein. So, jetzt können wir den Rest, die knappen 4 Liter, endlich hier vollständig reinhauen. 0,72. Willst du mich verarschen? Egal. So. Lass mich durch. So. Noch eine Axt, eine Pistel, Pistel. Leer. Das lernen wir gleich. So. Jetzt geht die Suche wieder von vorne los. Wo haben wir die Messer reingetan? Da. Nein. Da. Genau. Da haben wir die Pistole hier rein. Pistole hier rein. Axt. 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 Brauche jetzt gerade keine zweite Axt. Und das. Haben wir noch genug Platz für eigentlich unsere anderen Werkzeuge? Fast zumindest. Okay. Voll. 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 Zack. Voll. Nicht, aber ist auch voll. Hier hätten wir noch einen Platz. Zack. Hier hätten wir einen Platz. Voll. Voll. Dann haben wir hier noch die Glasflaschen rein. Jetzt haben wir noch einen Platz frei für... Zack. So, jetzt ist das Auto komplett voll. Okay, Säge, Quobar nehmen wir noch mit. Leer. Leer. So, gucken wir hier durch. Das ist auch leer. Die hätten wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. Kriegen wir alles gar nicht mit. Hier eigentlich noch eine Weste einstecken, egal. So, bis auf den ersten Schrank ist hier auch alles leer gelootet. Leer. Leer. Könnten natürlich noch... Platz ist ja noch, ne? Zack. Können wir das hier mitnehmen. So. Ja. Leer.
Ist der Schrank auch leer? Die Tasche nehmen wir mit. Wieder eine Tasche mehr auf dem Auto. So. Müssen wir bloß hier oben drauf kriegen. Ordnungsgemäß. Jetzt hängen wir wieder fest. Oh. Sehr schön. Zack. Sieht doch gut aus. So, dann machen halt die Pen dort hinten. Sehr schön. Okay, das ist fertig. Gehen wir natürlich nicht mit. Oh Mann. Decken und dann können wir das wieder aufheben. Ich würde aber gerne noch Gears draus bauen, die wir natürlich nicht mitkriegen, weil wir den Platz nicht haben. Oh, ist das dumm. Nächstes Mal nehmen wir den Wagen. Irgendwo ein Platz, bitte. Ein fucking Platz, den wir übersehen haben. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Sehr schön. Nee. Dann gönnen wir uns das. Flacken das hier rein und können die Gier aufnehmen. Sehr schön. Zack, zack. Nein. Das ganze Holz oben auf dem Dachboden hatten wir, glaube ich, auch schon verbraucht. Lassen wir also auch quasi nichts umsonst zurück. Die Mülltonne ist hier bloß perfekt. Also doch nicht umsonst gerodet. So. Das war alles leer, bis auf den einen Schrank. Das war leer, das war leer. Die Tasche war leer. Was haben wir denn hier noch? Gold. Zink und Iron. Und die Rohstoffe dazu. Hier ein bisschen getrocknete Kackmiste. Das war leer. Das müsste auch leer gewesen sein. Das können wir später holen. Leer, leer. Leer. Perfekt. Ja, da haben wir ja schon den größten Teil. Da ist noch auch von der Arbeit noch was. Also Munition in dem. Und dann sind wir hier eigentlich durch. So. Licht aus. Brauchen wir nicht. Wir fahren zurück. Irgendwie gibt es beim Rückwärtsfahren leichte Probleme. Ich weiß nicht, ob wir gegen Baum gefahren sind. Egal. So. Rein? Ja. Zack, hier kommen wir rein. Gehen wir das Auto hier ab. So. Perfekt. So, hier haben wir erstmal unsere ganzen Hammer rein. Hammer brauchen wir nicht. Das ist eine ordentliche Sammlung, alleine nur an Hammern, die wir haben. Zack. Könnten wir... Ja, die Sägen, die passen auch hier wunderbar rein. Zack. Zack. Die zwei lassen wir mal. Und hier kommen dann Äxte und die Quobar rein. Messer gehört zu den Waffen mit. Da haben wir hier schon wunderbar vorbereitet. So, Messer. Okay, da... Ja. Zack,
Zack. Nähzeug wird hier oben rein tun. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Let's go. Good all. Good all. Zack. Perfekt. Okay. Axt. Axt. Das können wir mit hier hinhauen. Axt. Achso, ja. Die Sägen lassen wir. Messer. Dann würde ich hier so die Pistolen und Bogen reintun wollen. Inklusive Pfeile. Maschinenpistolen. Shotguns. Rifle. Und Messer, die tun wir immer noch hier vorne rein. Jetzt haben wir echt einen ordentlichen optischen Übersicht. So. Weiter geht's. Der war mittlerweile leer. Tücher nimm. Hallo? Gut. War leer. Stickies brauchten wir für, ich glaube, hier zum Bauen, oder? Und Components. Components. Zack. War jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, wenn wir die ganzen Components einstecken haben. So, bauen wir das erstmal fertig. Falls der nächste Nebel kommt, sind wir hier abgesichert. Das geht vor. Zack, zack, zack. Abgesichert, abgesichert, abgesichert. Und das ist die Falle. Zack. Hier dürften sie nicht durchkommen. Und hier kommen wir dann wunderbar rein. Guck mal, fällt gar nicht auf, dass hier eine Tür ist. Zack. Und so kommen wir besser rein, um den Loot von unseren kleinen Zombies zu erreichen. Perfekt. Kochstation ist fertig. So, jetzt räumen wir die restlichen Tücher wird hier erstmal hinräumen. Sehr schön, haben wir gleich komplettes 8er Stack wieder. Zack, zack, zack. Stickies, wo hatten wir die Stickies? Beziehungsweise, das Holz, das hatten wir hier zwischengelagert. Ja. Das ist jetzt nicht so praktisch. Für was haben wir Steine gebraucht? Wir brauchten Steine. Das würde ich gleich mitnehmen. Und Glas, genau, für die Mondscheindistille. 10. 8 plus 8. Haben wir ja 20. 19 haben wir. Ach komm, hier. Nimm mit. So. Mehr als 4 Flaschen haben wir auch an Bord. So, dann können wir hier schon mal das Glas reintun. Perfekt. Tun wir erstmal zurück. So, das Glas nehme ich. Zucker nehmen wir auch erstmal. So, Glas kommt hier rein, daneben der Zucker. Salz könnten wir zum Dingsbums mitbauen. Hier. Müsste aber das ganze Holz raus. Das wird ein bisschen problematisch. Weil wir brauchen auch das. Was
brauchen wir eigentlich alles. Bloß die, ja gut, die Eimer können raus. Das Salz können wir hier mit rein tun. Perfekt. So. Tun wir die Eimer erstmal. Wartet mal. Wenn wir hier schon 4 Eimer haben, nutzen wir die Chance, rennen kurz zum Wasser. Schade, dass wir die Autos nicht umdrehen können einfach. So, füllen diese Eimer auf. Wenn wir mit 40 Liter Wasser, dreckigen Wasser durch die Gegend. Warum nicht? Dann können wir gleich die Moonshine-Distille eigentlich, glaube ich. Ja, können wir. Anschmeißen. 20 Liter Wasser brauchen wir. Glasflasche und Zucker. Und schon können wir die Moonshine-Distille anschmeißen. Und das kurz vor Ende der Folge. Perfekt. Das sieht so aus, als würde der Nebel jede Sekunde wiederkommen. Wir sind dehydriert. Ich würde schon gerne das mit dem Auto leer machen heute schaffen. So. Zehn Liter. Den Eimer können wir hier lassen. Den Rest stellen wir erstmal bei den Flaschen mit rein. Split half. Zack. Das brauchen wir gleich. Gibt es nämlich einen Bug, wenn man 2 Glasflaschen drin hat. Man braucht eigentlich bloß einen von einem. Wenn man 2 Glasflaschen drin hat, nimmt er beide weg. Heißt Verlust für uns. So, deswegen. Einzeln. Zwar doppelten Handgriff, aber wir sind auf Nummer sicher. So, dann schmeißen wir die auch gleich mit an. Zack. Dann laufen beide Destillen schon mal. Perfekt. Was brauchen wir hier? Gears. Haben wir die Gears an Bord? Ah ne, hier brauchen wir nicht. Auch den Metall. Das haben wir. Dann bauen wir die Repair Bench fertig. Perfekt. Hier brauchen wir die Gears und Bretter. Bretter. Haben wir Bretter? Nein, danke. Leer. Bretter. Ach, ich glaube, Bretter hatten wir keine mehr, ne? Hölzer. Oh, warte mal. Wir können aber aus den Brettern bauen. Das weiß ich. Zack. 16:48, 5 Stück, 2 Stunden. Bitte kein Nebel. So, immerhin 5 Bretter. Reicht das? Wir brauchen 7 Bretter. Ist das dein Ernst? Oh. Leer. Aus Tikis können wir leider keine Bretter basteln. Essen. Das können wir auch später noch einsortieren. Das ist nicht so schlimm. Metallschrott. Nicht Components. Ja, haut drauf. Das würde ich gleich mal mit wegluten. Das ist der leer. Hier die Glasflaschen raus. Echt keine Bretter mehr. Oh, ist das ärgerlich. Das hier haben wir. Da muss es hin. Zack. Zack. Das ist ein Nähzeug. Und die. Nein. Unten drunter. Das schöne Klebeband. So. Räumen schon die Glasflaschen auf. Ich glaube, wir hatten nur irgendwo einen angeritzten Baum, den ich angeritzt hatte wegen
Wegen den Blättern. Bretter kriegen wir echt nur aus den zwei Sachen. Und vier brauchen wir davon, von diesen. Haben wir plus zwei. Oh Mann, 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 Mann. Hatten wir jetzt noch irgendwo einen angeritzten Baum? Nein. Das ist blöd. Was ist das? Dann machen wir nur diese Vierteldinger. Aus den Vierteldingern kriegen wir keine Bretter, ne? Nur aus ganzen Baumstämmen. Ich wüsste, wo wir solche Bretter jetzt noch herkriegen. Hier. Da muss der Tisch weg. Tut mir leid. Zack. Zack. Weil ich wollte jetzt nicht nur extra einen Baum fällen. So. Zwei Stück brauchen wir exakt, genau. Der Hunger geht flöten. Wir müssen aufpassen. So. 7 und 2 Gears, die haben wir. Perfekt. So. Reload Bench, also für die Munition ist fertig. Der Repair Bench ist fertig. Und die Workbench ist auch fertig. Unsere zwei Moonshine-Distillen sind fertig, inklusive Inhalt. Unsere Werkzeugschränke sind auch befüllt. Na, es wird doch langsam. Die Frage Components, wo wir die hinhauen. Dafür haben wir natürlich jetzt noch keinen Platz. So. Die Absicherung haben wir fertig gebaut. Hier oben ist alles fertig. Perfekt. So, jetzt gehen wir nochmal durch, was wir hier haben. Es ist schon, wie spät haben wir es? 21 Uhr. Wir schauen nicht nach, was wir haben. Wir schauen, wo wir was zu essen kriegen. Zack. Können. Perfekt. Licht aus. Wir gehen schnell schlafen. Acht Stunden. Und dann gucken wir noch schnell weiter. Wir sind eh schon über die Zeit. Ich möchte das aber Auto, das Auto möchte ich jetzt noch leer kriegen. Ja, guten Morgen. Wir haben es 5:30. So. Wie sieht es mit Hunger und Durst aus? Das sieht gut aus. Der war definitiv leer, der war leer, der war leer. Hier haben wir noch die Stickies, wo ich nicht weiß, wo ich die hinhauen soll. Das würde ich erstmal an mich nehmen wollen. Essen, lassen wir auch mal drinne. Leer, Steine und Nägel. Da fehlt uns halt noch die Möglichkeit, wo wir das hinhauen. So, die Sachen würde ich wegluden. Das war leer. Und das war auch leer. Dann räumen wir die Sachen auf. Tücher. Leer. Leer. Dann hauen wir hier die Klamotten rein. Fürs Erste zumindest. So. Da brauchen wir nichts, da brauchen wir nichts. Ja, wir könnten hier irgendwas bauen. Vielleicht hier gegenüber. Ah, und Bretter fehlen mal wieder. Und Metallschrott. Das heißt für uns, so leid es mir auch leid tut, wir müssen noch einen Baum fällen. Wir müssen sowieso noch einen ganzen, ganz viel Wald roden für die Absicherung. Ich weiß bloß nicht, ob wir die Absicherung jetzt noch hier in der ersten Staffel von Miss Survival machen oder dann in der zweiten. Wie gesagt, aktuell sind Überfälle von den Banditen ausgeschaltet, also deaktiviert worden.
Das heißt, wir haben aktuell keine Gefahr von denen aus. Cancel, ich möchte das haben. 2 Stunden 15 Minuten. Bitte kein Nebel. Sehr schön. So. Metallschrott brauchen wir noch. Zack. Zack. So. Den move wir mal schön. Perfekt. Dann noch ein zweites Schränkchen. Das sollte erstmal reichen, würde ich sagen. Perfekt, Sack. Nee. So. Dann wie gewohnt haben wir hier die Metallschrott rein und hier die Components. Wobei, wenn ich... Wir können ja noch... für Holz bauen wir jetzt noch eins hier hin. So ein stinknormales. Fehlen. Oh, weil es so schön war, haben wir ja gleich noch ein Schränkchen daneben. Zack. Fertig bauen. Vorne geploppt, ist nicht so schlimm. Zack. So, jetzt aber. Metallschrott haben wir noch keine, aber die Components können wir hier reinhauen. Das würde ich jetzt mal so lassen. Ich drücke mal für Sticks. Zack. Ja, echt noch viele Sticks. So, Holz würde ich hier erstmal reinhauen. Zack. Zack. Stein und Blätter würde ich hier dann reinhauen. So. Sticks haben wir hier noch. Zack. Und das können wir hier stacken. Das sieht gut aus. So. Das gibt wieder extra Länge hier heute. Eieieie. Zack. Und der Nebel kommt. Ich wusste es. Ich wusste es ganz genau. Reicht der Platz? Reicht der Platz? Sieht gut aus. So, das heißt für uns verbarrikadieren. Ich wollte hier eigentlich noch gerne mit Wasser. Warte mal. Das wollte ich ja auch noch bauen. Brauchen wir auch Bretter. Oh, wow, 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 wow. Das würde ich gerne hier hinbauen. Beziehungsweise das könnten wir hier hinstellen. So. Eins für dreckiges Wasser. Dann hier die... Oh Gott. Oh Gott. Hier die Wasserdistille. Zombies dürften rein theoretisch nicht mehr in dieses Haus reinkommen. Das Haus müsste safe sein. Wartet mal. Das ist so schön mittig. Das canceln wir mal. Denn jetzt können wir... Das ist einmal von links angesehen für Schmutzwasser. Dann wird es destilliert. Und rechts machen wir noch so ein Fass hin. Für sauberes Wasser. Perfekt. So, wir schrauben schon mal das ran, was wir haben.
Steine haben wir natürlich wieder keine, ne? Haben wir jetzt irgendeinen Platz gekriegt? Ja. Schrank voll, perfekt. Sticks, das brauchen wir. Wir können uns ja ruhig sehen. Huhu. Guck mal, was passiert. Rein theoretisch dürfen die nicht reinkommen. Okay, die Bretter, die kann er abruben. Sehr schön. Sehr schön. Die kommt nicht rein. Trink erstmal was, ne? Perfekt. Der Schutz. Das klappt wunderbar. So wie in der alten Lava. Man muss nur das Timing abwarten. Ja, gut, jetzt liegt das Zeug draußen. Aber ansonsten funktioniert wunderbar. So, was können wir denn? Nägel. Hatten wir nicht schon irgendwo Nägel? Nein. Das ist Waffensammlung. Oh, der wird bestimmt im Auto noch sein. Das ist gerade unpraktisch. Ne, das wollte ich eigentlich nicht tauschen. Elektroparts können wir hier mit reinhauen. So. Oh, da 4 Stück braucht man. Und Eimer, das ist auch draußen. Nägel, alles draußen. Und wir müssen das abwarten, die Zombie-Apokalypse. Aber wir sind erstmal safe, das ist richtig geil. Das? Tatsächlich. Perfekt. Haben jetzt zwar nichts, aber so können wir schon mal Holzkohle machen. Hat den Vorteil, wir brauchen Holzkohle für Schießpulver. Das ist alles noch leer. Perfekt. Ja, wir können gerade nicht viel machen. Huhu! Ich glaube, das ist eine richtig dumme Idee, was wir gerade machen. Ja, das war klar. Da kommt sofort einer angerannt. Na komm her. Wow. Ach, ich liebe dieses Messer. Ist vielleicht falsch ausgedrückt. Wie kann man das nennen? Machete ist vielleicht übertrieben. Messer ist untertrieben. Machete ist übertrieben. Hallo, hallo Zombies. Oh. Oh, der versucht es da. Jetzt bin ich gespannt. Kommt auch nicht rein. Perfekt. Die Wände sind ja hier ein bisschen höher. Nice. Sind hier ein bisschen höher als drüben. Oh, der nächste. Deswegen muss man mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Zack. Lass ihn knillen. Schönes Feuer in der Küche. Perfekt. Es mich ärgert, dass die Steine und so alles im Auto ist. Und wir kommen da jetzt nicht ran.
vielleicht die Nägel mit? Perfekt. Türe zu. Holla, die Waldfee. So. Nägel, 10 Stück hier. Oh, wir haben Hunger. Gar nicht gut. Zack. Was brauchen wir hier? Brauchen wir Steine. Der Nebel ist weg. Perfekt. So, dann können wir das Überflüssige hier schon mal rein tun. Zack. Und zack. Das würde ich, weiß ich gar nicht, wo ich das reinhaue. Ich glaube, wir müssten hier noch ein Schränkchen hinbauen. Fehlen uns wieder die Bretter. Halleluja. Komplett. Nee, du nicht. Das haben wir aufgebraucht. Das können wir wieder hier reinhauen. Zack. Brauchen eine Axt. Oh, nice. Stimmt ja, wir haben ja hier ein bisschen abgefertigt. Hat schon wieder was vergessen. Und Zucker. Perfekt. So, oh, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ey, das ist schon wieder Überlänge. Oh. Na los. Und wir haben Hunger. So, wir fallen jetzt noch den Baum. Und dann ist... Machen wir in der nächsten Folge weiter. Es ist echt viel zu tun. Und es ist, also man muss echt sagen, Mist Survival macht echt süchtig. Suchtpotenzial hoch 3. Ah, wenigstens ein paar Blätter. Wir nehmen sie gleich mit, wenn wir einmal die fällen. Irgendwann brauchen wir wieder Strick. So. Bretter machen wir dann auch in der nächsten Folge, weil wir haben Hunger. Und das kümmern wir uns jetzt noch schnell. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge wieder. Zack. Müsste sogar richtig gut auffüllen eigentlich. Stamina auch. Perfekt. Gut, das war Tag 49. Wir haben es 16 Uhr. Das war eine neue Folge von Mist Survival und wir haben echt viel geschaffen. Bretter brauchen wir hier noch. Hier brauchen wir, guck mal, das da. Zum Abschluss, zum krönenden Abschluss. Klauen wir den Eimer, der ist eh leer. So. Haben wir die Wasserdistille hier fertig. Zack. Haben sogar, glaube ich, noch schmutziges Wasser übrig. Wartet. Ihr merkt schon, wir machen ja pünktlich Schluss. Wo ist es denn? Ne, wir sind falsch. Hier müssen wir hin. Mein Fehler. Entschuldigung. So, wir brauchen schmutziges Wasser. Wo ist es jetzt hin? Da. Dann brauchen wir einen Streich. 4 Holz und eine Burke noch. So, 10 Liter. Perfekt. Den Eimer können wir hier unten drinnen lassen. Ah, wir sind vorbereitet. Split One. Ein Streich. 4 Holz, 4 Burke. Distill. Und die ersten 10 Liter in der neuen Behausung laufen an. Das heißt, wir sind noch so clever, bevor ich das alles in der nächsten Folge vergesse, weil ich jetzt bestimmt erstmal eine Aufnahmepause machen werde, machen wir das gleich. Ach, das geht ja nicht, weil uns die Bretter fehlen. Wir brauchen 4 Bretter. Das ziehen wir jetzt noch durch. 45 Minuten. Ich möchte wenigstens dieses eine fertig bekommen. Obwohl, wir hätten auch gleich nochmal 4 machen können. Dann bauen wir das jetzt noch schnell fertig. Wir kriegen hier keine... es macht so ein Suchtpotenzial. Zack, das ist fertig. Das ist fertig, dann haben wir das auch hinter uns. Wie, 4 Bretter habe ich doch. Ach, come on. Nochmal 45 Minuten.
Jetzt aber. Sehr schön. Dann ist dieser Auffangbehälter von 100 Litern auch fertig. Den öffnen wir. Dann haben wir hier diese schmutzigen 10 Liter Wasser da rein. Da steht es Wartestatus unsafe. Das ist nicht so schlimm. Den können wir auch hier erstmal so stehen lassen, denke ich mal. Genau. Hier destillieren 10 Liter dann dreckiges Wasser zu sauberem Wasser. Wenn wir das haben, können wir das da reinfüllen und füllen dann hier das saubere Wasser rein und dann bleibt hier das Safe Water stehen. Das war jetzt aber wirklich eine neue Folge von Mist Survival mit extrem Überlänge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wem so ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Und ja, wir schauen dann mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich denke mal, wir werden den Rest gucken, was noch im Auto ist, aufräumen. Und dann werden wir unsere Leute hier endlich hierher holen. Das können wir uns jetzt echt leisten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.